Und damit herzlich willkommen im nächsten Teil zu einem hart gemoddeten Counter-Strike 1.5, der Geord vs. AK Clan Mod in der Version 1.3DR. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, irgendwie euch die zur Verfügung zu stellen. Es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, ohne da massiv gegen Copyright zu verstoßen. Schreibt es einfach mal in die Videokommentare, ob ihr diese Mod haben wollt. Wahrscheinlich wird eine ganz bestimmte Person sich dann relativ schnell ein Herz nehmen und euch da eine Version zur Verfügung stellen. So, machen wir wieder Dust, damit es schön vergleichbar ist. Und starten das Ganze. Übrigens werden hier auch ganz viele Mods mit installiert. So, gehen wir wieder hier. So, unsere Startwaffe ist ein Modell, was mir jetzt nicht bekannt vorkommt. Ich habe... Ja, ist klar. Ich habe früher immer gedacht, es sei eine Glock, aber es kann eigentlich gar keine Glock sein, weil es einen Hammer hat. Und ist es irgendeine USP-Version und so weiter? Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Vielleicht fällt es mir ein, was es für ein Modell ist, wenn ich mal genau drüber gucke. Wahrscheinlich ist es... Ah. Die Bots sind auch ein bisschen härter übrigens hier. Der AK-Clan, die sehen übrigens alle gleich aus. Das ist übrigens ein spezielles Modell. Ich glaube, für den SAS-Typ mit der Gasmaske. Und mit Paint haben wir auf die Textur hier überall... AK draufgeschrieben und die haben auch ein Logo auf der Schulter. Ich glaube, das ist so ein blaues Biohazard-Zeichen. Ich glaube, das war auch so deren Logo damals, also von dem anderen Clan. So, gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Gucken wir uns hier besonders die Sachen an. Hier haben wir eine USP. DMC ist ausgedacht. Desert Eagle heißt richtig. Die haben hier übrigens auch andere Werte und andere Texte. P229 und Beretta heißen alle richtig. Ich glaube, ich kaufe mal eine Deagle. B8. Oh, hier ist falsch. Hier ist... wenn man nichts Richtiges einträgt, dann hat man halt diese komische Raute. Versuche ich mal, ob ich irgendwie mit der Deagle was kriege. Aber eigentlich müssen jetzt alles was anderes haben. Auch das Startgeld ist irgendwie ein bisschen mehr. Das Startgeld ist ja 1400. Das ist normalerweise, glaube ich, $800 beim ungemoddeten... Da ist einer. CC Knell ist ein Name aus Command & Conquer. So, die Deagle wird hier übrigens auf sehr viel steiler gehalten als... Ich glaube, man konnte auch... Die, den Winkel, in dem so ein Skin gehalten wird, konnte man relativ leicht in irgendeiner Datei ändern. Okay, da ist einer. Na komm. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum die ganzen Texturen hier anders aussehen. Das sind die Texturen aus Counter-Strike Condition Zero, die wir geklaut haben. Und einfach gegen die normale Wart ausgetauscht haben. Deswegen ist hier auch alles gröber und die Türen stimmen nicht richtig, weil die Counter-Strike Condition Zero Sachen eine höhere Auflösung haben. Gucken wir mal, Shotgun. Oh, 1847 und eine Spaß. Oh. Nice, okay. Das ist eine Unterhebel-Repetierflinte. Ne, Messer, damit ich schneller laufe. Haben heutzutage Spiele auch nicht mehr, sodass man so das Messer nehmen muss, damit man schneller läuft. Weiß nicht, ist das wirklich eine 1847 oder ist das eine 1848? Ne, eine 1887, genau. Oh. Scheiß Camper. Die Bots funktionieren anders. Wir haben da auch in der Bot-Config-Datei unglaublich drum rumgestellt. Ah, schon wieder. Unser unkorrekter Name muss irgendwo dabei sein. Nee. Ich geh pennen. Mit den Bots kann man hier auch schreiben. Die schreiben so ein bisschen andere Sachen als im Original. Ich glaube, T ist es, oder? Nee, T, Z, Z ist es. Die reagieren nämlich auf manche Sachen, zum Beispiel, wenn ein Bot schreibt, reagieren die da drauf. Z-Bot hat durchgehend Pot... hat gehen Pot 0 Chance. Aha. Interessante Satzkonstruktion. Hier, die Gras-Junkie-Clan-Typen da haben immer eine 7 und immer GJ hinten drauf. Haben die auch irgendwas auf den Schultern? Nee, aber vorne steht noch was. GJ Army, genau. Auch ein bisschen cringy hier, aber... Ich stehe dazu, das fanden wir damals richtig witzig und jeder fand das damals cool. Auf anderen LAN-Partys hat man noch mit viel schlimmeren Sachen gespielt. Da hatten die dann auch noch so eine Blood-Mod installiert. Sowas. Die meisten Waffen sehen allerdings als Player-Model, also von außen, sehen die anders aus. Das hat damit zu tun, dass die Player-Models sehr empfindlich waren. Gucken wir mal, was wir bei SMGs haben. Wir haben... eine sogenannte K03, eine RCP090, eine Uzi und eine FAMAS. Nehmen wir mal FAMAS. Okay, wie ich sehe, wird die UMP durch eine FAMAS ersetzt. Da konnte wohl jemand nicht warten. Denn damals in Counter-Strike 1.5 gibt es ja FAMAS und Galil noch nicht. Die werden ja erst mit Counter-Strike 1.6 als neue Waffen kommen. Übrigens gibt es das Schild auch noch nicht. Und hier hat man jetzt
sieht man ja natürlich, dass das jetzt... das sind zwei... Ja, zu spät. Ich habe auch ein bisschen Probleme damit, ein Gefühl dazu für... ich habe auch ein bisschen Probleme damit, ein gutes Gefühl zu haben, wie viel Leben ich noch habe. Also ich bin so den Bloody Screen gewöhnt und dieses Blur von Battlefield, dass ich gar nicht merke, dass ich halb tot bin, nur weil da unten eine rote Zahl ist. Jetzt haben wir Noob, Paintbot, Anarch oder Anarchie ist es wahrscheinlich. Scheiß Map hier, Map Change. Hast du ICQ, CC Knell? Genau, damals hatte man ja noch kein Skype, sondern damals hatte man noch ICQ als Instant Messenger. Guck mal weiter. Was ist die K03? Ah? Das ist eine Version vom AR-15 in 9mm mit einem Rotpunktvisier und so einer kleinen Schulterstütze und vorne noch irgendeinem Laser und einem Schalldämpfer. Allerdings dürfte man vom Rotpunktvisier natürlich diesen roten Punkt oder diesen Kreis hier nicht sehen, wenn man das Ding so hält. Okay, das ist, ja, die MP5 ist das. Okay, endlich mal was getroffen. Es gibt diese Version auch so in Wirklichkeit, das ist besonders für so, Polizeiformationen sowas interessant. Wenn man halt... Oh, das... Ich bin aber auch schlecht heute. Wenn man halt die ganze Ergonomie und die ganzen Bedienelemente vom AR-15 bzw. M4 oder so gewöhnt ist, dann kann es schlauer sein, so ein Ding zu benutzen. Auch wenn das... Ja genau, ein Kumpel von mir hat davon erzählt, der hatte das mal auf dem amerikanischen Schießstand in der Hand. Das ist halt mega schwer nachzuladen, weil du halt das große Magazinschloss vom AR-15 hast, da aber trotzdem die schmalen Magazine reinkommen. Ich glaube, das Ding... Geh mal in die Ego-Perspektive. Ah, hier sieht man es. Ich glaube, das Ding benutzt auch... Ich glaube, das Ding benutzt Uzi-Magazin. Ich glaube, so ein umgebautes Uzi-Magazin kommt da rein. Und diese Bots, die nach unten gucken, er hat das Gleiche. Er hat hier die stark gemoddete... AK-47, die um einiges breiter ist als in der Realität. Paintbot, können die mal hinne machen? Hey, als Maul- und Spielanarchie. Ich glaube, die reagieren auch, wenn man Quake schreibt. Quake 3. Ne, muss man auch richtig schreiben. Ne, nicht im Team Save. Wo ist denn der richtige Save? Da. Quake 3. Ah, was ist das denn? Jetzt sagt der Bot, dass ich, dass man meine alte Seite besuchen soll. Speedo-Tag, genau. Genau, die Bots reden hier auch über Counter-Strike 1.6, was damals halt mit ISDN schwer war zu spielen. So. Was haben wir noch? Was haben wir bei Rifles? ARPT, genau. Das, so haben wir dann unsere selbst ausgedachte Version von der AK genannt. K1M3 ist natürlich fiktiv. M24, AWM, AK762. Aha. Genau. Das Ding... ist in... Ich bin ein bisschen langsam, aber ihr wollt es ja sehen. Das Ding hier in Wirklichkeit ist sowas wie eine Zastava, beziehungsweise sowas wie das Tabuk-Scharfschützengewehr. Mir fällt... Hat der eine rosa... Der hat eine rosa Scout. Ich glaube, irgendwann wollten wir damit ärgern, dass wir in der Mod dann die Scout von außen rosa gemacht haben. So, das hier ist so eine Zastava, also so eine Scharfschützenversion. Und das Ding kam damals mit eigenen Stats. Wenn man das Ding runtergeladen hat und hat es einfach so installiert, dass man alles im Counter-Strike-Ordner ersetzt hat, war das Ding unglaublich stark später. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Hier hat das Ding die normalen Stats. Ich glaube, der G3, des G3 Scharfschützen-Dings. Hier hat man auch ein eigenes Visier. Okay, hier oben muss einer sein. Okay. Na, trotzdem verloren. Aim gerade ein bisschen schlecht. Ah, hier sieht man's. Hier ist noch ein anderes. Ach, okay, er hat die M24. Die ersetzt hier das Scout. Und ist von außen... Ich habe gesagt von außen. Ist von außen rosa und hat noch das andere, das alte Scout-Modell. Ein paar Sachen. Wir haben ja auch immer wieder Sachen geändert und so weiter. Ich guck mal. Genau, APT. Einfach klassische AK. Die hat hier übrigens auch hier oben im Auswahlmenü eigenes Bild. Hier haben wir so viel geändert und immer wieder umgemoddet und so weiter, dass hier auch ganz viele Reste drin sind und das Ding ist noch unkonsistenter in den ganzen Waffen und so weiter als das originale Counter-Strike. Ich glaube, angefangen hat das Ganze, da habe ich mir versucht, so einen Helsing-Mod zu basteln. Dann hatte man anstatt die Deagle halt die große Waffe vor... Okay, ist einer von meinen. Halt diese lange schwarze Waffe, die dann die Figur des Alucard in Helsing hat. Und noch ganz viele andere Sachen. Es gab dann ganz viele Helsing-Skins. Und dann habe ich irgendwann aus der Helsing-Mod halt diese Mod hier gebastelt. Deswegen sind... Ja, erwischt. Weiß, sind die Mods schwerer oder liegt das daran, dass ich...
habe so ein bisschen Erinnerung. Ich will die ganze Zeit hier. Okay. Ah, oh, was ist das denn? Oh, eine M4A1 mit Granatwerfer und. M4A1 mit Granatwerfer und ARCOG, dem alten ARCOG Aimpoint, was komischerweise einen Zoom hat, ist Ersatz für die AUG. Der Granatwerfer funktioniert so in der Form natürlich nicht. Es gab damals einen Skin. Das war eine MP5 mit Granatwerfer. Und wenn man sich eine Granate gekauft hat, hat man so den Granatwerfer gesehen. Natürlich ist die Granate ein bisschen geflogen, das war ein bisschen albern. So die Granate dann so als eigene Waffe. So, gucken wir mal, haben wir hier jemanden? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich die auch so gespielt. Ich glaube, die auch. Und wir haben schon gewonnen. So, ich möchte aber ein. Und hier kann mich nicht dran gewöhnen, dass es hier keine Freeze-Time gibt. Es ist hier, soweit ich weiß, aber auch ein Kaufscript installiert. Also Kaufscript muss man sich so vorstellen, man musste alles über das Menü kaufen, dann gab es so Skripte, die dann automatisch immer das gleiche gekauft haben. Gucken wir mal da und gucken wir hier. So, da kommt einer von da und hier sind die alle. Übrigens diese Schadensanzeige, diese Zähne, das ist die Schadensanzeige, die ist geklaut aus Natural Selection. Gucken wir mal, was die hier haben. MP5, oh, eine, ja, wie nennt sich das? G36C, auch wieder mit dem alten Aimpoint, Rotpunktvisier drauf. Müsste ein Ersatz für die SIG sein. Okay, ja, hier hat, Ersatz für die AUG. Oh, das ist das M4A1. Das bleibt ein M4A1. Ja, das müsste die AWM, beziehungsweise AWP oder AWI sein. Mit der AUG hier nur am Kämpfen. Okay, KIFOR 3 ist der letzte, der hier da ist. Und was der so macht. Da will er hin. Außer Campen X drauf. Genau. Einfach X anstatt nix zu schreiben, ist auch so eine Screenorama-Schreibweise. Ihr kennt ja wahrscheinlich heutzutage alle lachschon.de. Und lachschon ist halt sozusagen die Version des Screenoramas für alle Bilder. Und zwar gab es damals auf cstrike.de das sogenannte Screenorama. Da konnte man so Screenshots einsenden und irgendwann haben da Leute noch Screenshots eingesendet, die überhaupt nichts mit Counter-Strike zu tun hatten. Und deswegen wurde Lach schon gegründet. Screenorama gibt es heute, soweit ich weiß, nicht mehr. K1... Ja, okay, diese K1M1 ist hier das K36C, warum das auch immer so heißt. Oh, und es hat auch einen eigenen Menüpunkt, wo sogar Heckler & Koch G36C dran steht, auch ein bisschen draußen. Und deswegen wurde halt Lach schon gegründet und Screenorama. Erst war das relativ witzig und dann wurde das halt, halt so ein bisschen kantig, wie heute Lach schon immer noch ist. Damals gab es dann auch so Sachen wie Rüdiger der Igel und was gab es noch? Mann, wie voll der Bildschirm ist es noch ein bekanntes Bild, also ein bekanntes Meme. Aber ansonsten fällt mir gerade nichts ein, was heute noch aktuell ist. Ich weiß sogar nicht, ich war schon, das ist einer von meinen, ich war auch lang schon nicht mehr auf lachschon.de, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob Rüdiger der Igel überhaupt noch ein Ding ist. So, das ging relativ gut. Er wird übrigens korrekt nachgeladen. Viele Models hier sind dafür, dass die von Fans gemacht sind, richtig, richtig gut. Ich den von da gehört. Ah, fuck, wieso verzieht die denn so stark? Okay, der ist einfach da. So, da. Sieht auch immer so eine halbe Explosion, wenn ihr irgendwo eine Kugel einschlägt. Ist auch irgendwie witzig. Hockt der da immer noch? Nee. So, wer ist denn der? Obwohl, ich glaube, die Magazine vom G36 sind nicht frei fallen. Ich glaube, da muss man immer noch so ein bisschen dran ziehen, wenn man die Magazinsperre drückt. Lange keins mehr in der Hand gehabt, deswegen weiß ich das nicht. So, der ist bestimmt irgendwo hier, oder? Wer lebt denn noch von uns? Yo. Erwischt. Was könnten wir uns sonst noch angucken? Oh, und wir haben schon gewonnen. Dann würde ich sagen, dann wechsle ich mal die Karte. Am besten wieder nach DEZ-Deck und mache daraus, glaube ich, einen zweiten Teil, wenn es sinnvoll ist. Oh, das wird automatisch gewechselt. Gut, dann kann ich an einem Stück aufnehmen. So, was haben wir hier? XCP-624, RCP-090, RT-877, LKI. Nehmen wir natürlich RT. Okay, die starten hier. Ach, wird sowieso gleich neu gestartet. Übrigens, das Kaufsymbol ist jetzt eine kleine Visa-Karte. Das fand ich auch richtig witzig. So, Game Connecting, jetzt müssen wir eigentlich direkt starten. Nehmen wir das Messer ist das gleiche. Die
Counter-Terroristen haben ja wie immer die eigene Startwaffe. Aber ein genaueres Video zu den Waffen aus Counter-Strike, welche Waffe wie gut war und wie beliebt, kommt, sobald das Counter-Strike 1.6 Video kommt. Obwohl ich dazu sagen muss, Counter-Strike 1.6 habe ich erst so 2006 oder Ende 2005 hatte ich das erst. Weil das erst wollte das absolut nicht laufen. Okay, da sind die. So, schon mal einen erledigt. Schalldämpfer nichts. Oh, was ist das? Okay, das ist die alte Version von der Heckler & Koch MP7, die noch sehr viel schmaler war. Genau, die sieht ja heute anders aus. Und wir haben auch schon gewonnen. Sehr gut. Das hier ist ein Ersatz für die TMP. Die TMP ist nicht so mega cool. SMGs, FAMAS, das könnte ich mir angucken. Genau, PDW. Ach, das war in vielen Spielen so, dass die... Nehmen wir P90. Oh, das ist eine echte P90. Das war in vielen Spielen so, dass die Heckler & Koch MP7 einfach nur PDW genannt wurde, weil das die erste Waffe war, die wirklich so als PDW vermarktet wurde. Die P90, die ich hier habe, ist zwar um einiges älter, aber die wurde noch als Maschinenpistole vermarktet. Merkwürdiger Sound. So, von da kommt da einer. Habe ich doch gerade einer von da angeschossen. Die Player-Models sind ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, weil das ja eigentlich die Terroristen-Models, beziehungsweise... Okay, jetzt hatte ich kurz einen Bug. So, Steuerungsbug ist weg, denn die... der GJ-Clan, die ja eigentlich Terroristen sind, haben hier auch ein Counter-Terroristen-Modell. Und zwar, ich glaube, das vom amerikanischen SEAL. Ist das der SEAL? Egal, so, jetzt muss... Hab ich das gehört? Ah! Weggediegelt. Dieses dämliche Klatschen immer, wenn irgendein Team gewinnt. Okay, was haben wir hier? K15, K14, SSG. Genau, K15 ist ist für ein M4 ein bisschen die falsche Bezeichnung. Was haben wir hier? M4A1, okay. Decke lässt sich abnehmen. Wir haben den typischen Knick im Lauf, um den Granatwerfer anzubringen. Ja, korrektes M4 mit den schönen silbernen, beziehungsweise mit den schönen grauen Magazinen. Was ich viel schöner finde als die schwarzen. Denn die M4-Magazine bzw. M16-Magazine sind in der Vergangenheit sehr oft geändert worden. Wo sind die? Das sind halt hier die grauen. Und das Ding hat, glaube ich, auch die korrekte Nachladeanimation. Zwar ist die ein bisschen sehr korrekt. Das ist ein bisschen witzig. Und zwar, erst wird das Magazin ausgetauscht, dann wird der T-Händler hinten gezogen. Dann wird der... Dann wird der Bolt Catch bedient, also der Verschlussranhebel, und dann wird nochmal auf den Verschlussdrücker gedrückt, um zu gucken, ob der Verschluss ganz vorne angekommen ist. Das fand ich damals total faszinierend, und das ist eigentlich so, auch wie man es richtig macht. Auch sehr stark, weil sieht aber albern aus, wenn man das so oft hintereinander macht, denn eigentlich müsste man ja nur das Magazin austauschen. Aber wie gesagt, hier gibt es für die Waffen nur zwei Nachladanimationen, und zwar einmal das Ziehen, dann wird nämlich die Waffe immer durchgeladen. Wenn ich das jetzt in echt machen würde, würde ich hier alle Kugeln nacheinander verschwenden. Und dann gibt es halt eine Nachladeanimation, und das ist egal, ob die Waffe vorher leer war oder nicht. Blocken nicht, du Kacknoob. So, komm. Ja? Zack, Headshot, Headshot. Weg damit, aber gucken wir uns dann nochmal gleich die letzte Waffe an, und dann wäre es das wahrscheinlich auch schon fast mit dem Video. Ich glaube, die Paare habe ich noch vergessen, aber ich glaube nicht, dass sie so mega spektakulär ist. Ha! So ein Headshot im Laufen. Das ist immer ein gutes Gefühl, wenn man sowas hinkriegt. Ich habe das damals ja auch stundenlang geübt. Okay, Machine Gun. Oh, heißt einfach Saw. Und stimmt, ist eine Saw. Das ist nämlich... Okay, das ist auch ein bisschen grob gemodelt. Ist auch... Nee, ist nicht spiegelverkehrt. Wenn man die mit der... Wenn man die auf der linken Seite hält, ist das hier vollkommen korrekt. Oder ist es? Moment, nachdenken. Nein, es ist spiegelverkehrt. Bei einer Mini-Me geht der Gurt von links rein. Sind das welche? Ne, es sind welche von uns. Das Ding kann natürlich auch nicht darstellen, dass die Kugeln langsam leer gehen. Deswegen brauche ich das hier gar nicht testen. Und auch die Schrotflintenstreuung ist genau dieselbe wie im Original. Also wie gesagt, sind hier alles nur Skins. Ist hier einer? Konnte ich gar keinen Schuss abgeben. Sound übrigens auch relativ cool. Was können wir uns... Ach, wir können noch mal ein bisschen rumsnipern. Gucken wir, was das hier ist. Okay, das ist Made in Switzerland. Das ist einfach nur eine hübschere Version vom Original.
Ich weiß nicht, in der ursprünglichen Mod, als das hier noch die Helsing-Mod war, war alles gegen irgendein krasses Zeug ausgetauscht. Und hier bei der Mod ist es eigentlich alles normal. Auch die Pistole hier ist ja einfach nur eine hübschere USP. Strongest Front, auch lange nicht mehr gehört. Okay, irgendwas sagt mir, die kommen von unten. Nope. Einfach die, wie die hier sehen können. Übrigens fällt mir jetzt auf, wie genial teilweise das Map-Design ist. Denn heutzutage ist das Map-Design von den meisten Karten sehr viel schlechter. Ja, die sind so schwer auseinanderzuhalten, ganz ehrlich. Ach, übrigens hier, das sieht ganz witzig aus, dieses Band hier über dem Lauf. Das ist kein Trageriemen, wie ich das früher gedacht habe, sondern es ist ein sogenanntes Flimmerband. Flimmerbänder sorgen dafür, dass angeblich heiße Luft, die vom Lauf aufsteigt, das Zielfernrohr durch flimmernde Luft nicht blockiert, also ungenau macht. Ich möchte aber auch mal eine. Ich habe gar nicht genug Geld. Egal, No. Auch witzig, einfach hier No als Option. Übrigens hier auch die FPS und die In- und Out-KBs. Auch alles angezeigt, um zu gucken, wie gut gerade der Ping ist. Da das hier gerade auf einem LAN-Server ist, ist der Ping natürlich mega geil. Oh, ja. Super, das waren die schon. Mal gucken, was ist hier. Ja, die haben uns gerade voll von der Platte geputzt. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Rifles. Ja, hier für so eine Scout müsste es reichen. Übrigens, die Scout ist die einzige Waffe, mit der man, ich glaube, entweder gleich schnell oder minimal schneller läuft als mit dem Messer. Und deswegen ist das Scharfschützengewehr hier auch besser. Aber um jemanden zu killen, muss man den direkt in den Kopf schießen, also direkt in den Kopf treffen. Was ich hier gerade vorhin nicht übrig. Mit der AWP ist es ja teilweise egal, wo man trifft. Ich glaube, AWP ist tot, egal wo man trifft. Ja. Ist jetzt natürlich auch richtig rum, weil sie ja links gehalten wird. So, hat er was verloren? Ah, okay, das wird wieder diese G36C sein. Die wird ein bisschen praktischer, wenn es jetzt hier. Okay, da sind welche, ich höre welche. Ja, Teamkill. Die sind aber auch schwarz und schwarz, ne? Aber der Typ, auf den er geschossen hat, muss er noch sein. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ja, wieder die AUG. Oh, ich habe die Taschenlampe angemacht. So, ich möchte jetzt aber nochmal die. Ja, immer noch nicht genug Geld. Ich kann mal die AUG zeigen. Aber das Video wird schon wieder zu lang. Und ich muss das Ding mal durchladen. Ah, hier wird korrekterweise an den T-Griff gegriffen zum Fertigladen. Das haben auch sowohl die alle Skins, die das hatten, haben das korrigiert. Denn dieses Ziehen am Verschlussdrücker war ja einfach nur zu albern. Aber wieder Aim über 9000 hier. Na komm. Ich bin auch unaufmerksam jetzt, merke ich gerade extrem. Und wieder dieser Blitzsound. Was auch immer wieder witzig ist, ist, dass wenn irgendwo ein Blitzsound benutzt wird in einem Video, in einem YouTube-Video oder in einem anderen Spiel, schreien immer, ah, das ist der Sound aus Counter-Strike. Ja, das ist derselbe Sound aus Counter-Strike. Allerdings ist der aus so einer Free-Sound-Bibliothek und damit gemeinfrei. Beziehungsweise den darf jeder benutzen, beziehungsweise den Sound darf jeder benutzen, der ihn bezahlen kann. So, gucken wir uns mal. Ich wollte die Bombe sehen. Ich drücke aber auch immer die falschen Tasten. So, guck mal, ob wir jetzt das Geld haben. Nice, hoffentlich auch für Munition. Ja, okay, das ist einfach nur eine besser aussehende AWM, beziehungsweise AWP, AWI, was auch immer. Es wurde ja irgendwie nie richtig geklärt, was das Modell aus Counter-Strike ist, weil um diese ganzen AWI-Modelle, also AI-Modelle auseinanderzuhalten, beziehungsweise die AW-Modelle, muss man irgendwelche Details sehen. Boah, ich bin sogar hier zu doof, mit der AWP zu treffen. Ich habe nur 40 Leben. Und ich stecke irgendwie doof in der Tür fest. So, da ist einer. So. Ich habe ich jetzt. Ah! Den letzten habe ich nicht mehr gekriegt, aber zwei ausgeschaltet. Um diese AW-Modelle richtig auseinanderhalten zu können, muss man irgendwelche Details an der Waffe sehen können, welche man aber im Originalmodell nicht sehen kann. Und das Spiel selbst nennt, kann man ja in die Konsole gucken, das ganze Ding AWP, also Arctic Warfare Police.
aber es hat dann doch das Kaliber 338 Lapua und ist damit eigentlich eine AWM, also Arctic Warfare Magnum. Und im Original-Kaufmenü heißt es ja einfach nur Magnum. Aber über die falschen Namen mache ich nochmal ein gesondertes Video. Übrigens hat die Bombe jetzt einen anderen Sound und der ist teilweise auch total verwirrend. Weil man ja jetzt denkt, jetzt geht die Bombe gleich hoch, weil die jetzt schnell piept. Aber da hat man auch mal dieses Fieps und dieses Fiepsen dauert auch mal richtig lange. Und da haben sich dann auch viele auf einer LAN richtig darüber aufgeregt. Und die Runde ist sowieso zu Ende. Es ist unentschieden. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich glaube nicht, dass ihr da noch mehr sehen wollt von der Mod, weil die teilweise doch schon ziemlich cringy ist. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zugucken und sage bis dann.